so schön, dass ihr alle gekommen seid und dass ihr alle da seid und dass wir mit unseren Forderungen und Wünschen für die Zukunft nicht alleine sind, sondern dass wir viele sind. Und das gibt einem die notwendige Kraft, die man braucht für eine positive Veränderung. Diese Rede ist für die Leute, die es immer noch nicht gecheckt haben. Und hey, ich halte es simpel. Wollen wir lieber ein SUV oder noch eine Generation? Es fühlt sich für mich sehr egoistisch an, wenn so viele so verschwenderisch leben, ohne Rücksicht auf Verluste, weil die Folgen haben ja dann eh wir Jüngeren zu tragen. Es ist schon seit Jahrzehnten klar, dass wir mit unserem Konsum etwas ändern müssen. Immer mehr, immer schneller, immer billiger. Muss es denn immer erst richtig wehtun? Ich bin 13, Schüler, kein Wissenschaftler. Aber ich kriege mit, dass die Insekten sterben, die Gletscher schmelzen, es immer mehr extreme Wetterverhältnisse gibt. Es regnet weniger und dafür gibt es Hitze mit Hurricanes und Überflutungen. Wir brauchen viel zu viel Gas und Erdöl und andere Ressourcen, die wir nicht haben, aber ganz toll aus zum Beispiel Russland oder Brasilien. Hauptsächlich, um Dinge zu produzieren, die wir nicht brauchen. Wir haben alle tonnenweise Zeug, zum Beispiel Klamotten zu Hause, und konsumieren in Deutschland durchschnittlich mehr Kilo Fleisch im Jahr, als ich selber schwer bin. Also gebt euch das mal, dass jeder pro Jahr einmal ungefähr seinen Nachbarn aufisst. Aber wenn der nicht ganz perfekt ist, dann landet er auch wieder in der Tonne. Ja, zu viele Lebensmittel werden wieder weggeworfen. Und dabei zerstören wir für Futter die letzten Regenwälder. Leute, das wollen wir nicht. Und die Plastikverpackung vom Fleisch landet mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder im Meer. Das will keiner und das muss eigentlich auch nicht sein. Es gibt so viele Möglichkeiten anzufangen. Komm schon, es ist nicht schwer, ein schönes Leben zu führen, ohne den Planeten dafür tot zu prügeln. Nimm einfach mal das Fahrrad anstatt dem Auto oder koch vegetarisch. Kauf Sachen ohne Plastikverpackung. Wenn du ein Kind bist, dann rede mit deinen Eltern. Sag, dass du etwas verbessern willst. Niemand ist zu klein, um etwas zu verändern. Und kleine Leute wollen sicher auch groß werden dürfen und eine Zukunft haben. Aber für die meisten hier ist das alles ja eh schon klar. Also cool, dass ihr hier seid. Um diese Welt zu retten, brauchen wir keinen Superhelden, der das Böse zurück in die Galaxie prügelt. Den haben wir übrigens auch nicht. Vielmehr brauchen wir eine radikale Veränderung. Also machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Wisst ihr, was schön ist? Solange wir hier stehen, ist die Brucker Innenstadt ein bisschen mehr verkehrsberuhigt. So, ich möchte jeder, der den Ratentscheid, sage ich mal, unterstützen will, momentan geht es mit der Unterschrift nur darum, ob es einen Wahlentscheid geben kann oder nicht. Weil in der Demokratie ist es eigentlich normalerweise keine Frage. Eine Wahl wird normalerweise von jedem unterstützt. Deswegen am Volksfestplatz zu uns kommen und unterschreiben. Ich möchte euch noch an was anderes erinnern. Der Len ist 13 Jahre alt. Ich habe ja einen Text aus einem Kreistagsbeschluss aus dem Jahre 2000, also 2000. Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich bei der ersten Energiekonferenz im Jahre 2000 zum Ziel gesetzt, die Energiewende bis zum Jahre 2030 umzusetzen. Das Ganze nennt sich Fürstenfeldbrucker Energieresolution. Momentan gehen die zum Beispiel die CO2-Daten leider in die falsche Richtung. Also 8 Jahre hätten wir noch im Landkreis. Ne? So viel als Hinweis. Um was geht es bei dieser Energieresolution? Es geht um die Energie im Landkreis, es geht um die Mobilität. Unter anderem Radwegekonzept, Stadtrad und Radschnellwege ist natürlich unser Thema. Vom Auto steht da gar nichts drin, dass das irgendwie gefördert werden sollte.
Momentan werden wir mit Wahlversprechen oder mit Hochglanzbroschüren abgefrühstückt, sage ich mal. Wir haben es eigentlich satt. Wir warten jetzt praktisch 22 Jahre lang auf die Umsetzung dieses Beschlusses. Taten statt Warten wären einmal recht bei uns. Und wie gesagt, deswegen, damit es gesetzlich vorwärts geht, bitte den Ratentscheid unterschreiben. So, ich freue mich auf eine schöne, friedliche Demonstration. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, ich habe zwei Texte mitgebracht. Der erste Text hängt sich ein bisschen an dem auf, was Lenny gesagt hat. Und der zweite Text wird dem ADFC sicher gefallen. Ja, ich wohne hier ganz in der Nähe. Wer die Menschen kennt, die Dinge gesagt haben, die in dem Text vorkommen, ich brauche keine Verleugnungsklage. Der konsequente Verzicht auf motorisierte Mobilität auf der Straße, im Wasser oder in der Luft ist eine notwendige und dringende Klimaschutzmaßnahme, sagen die einen. Nö, 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 sagen die anderen. Ich lebe in der ländlichen Idylle eines Münchner Vordorfs, eine Art SUV-Laufstall. Und bei uns gibt es Politikerinnen und Politiker, die aus Angst vor ihrer eigenen rhetorischen Unzulänglichkeit gerne zum Sarkasmus greifen. Jo mei, wir müssen euer was fürs Klima tun. Wissen Sie, was auch Klimaschutz war? Wenn die Frauen daheim bleiben und auf die Kinder aufpassen, statt in die Arbeit zu fahren. Sein Zitat. Und das Radlfahren. Also mir schlaft euer bei der Arsch ein. Das macht keinen Spaß. Ja, stimmt. Spaßfrei, unbequem und unfair ist dieses Klimadings. Ein Mensch in Mosambik verursacht in etwa eine Vierteltonne CO2 pro Jahr. In Deutschland sind es 10 Tonnen. Und? In Mosambik kriegen sie einen Zyklon nach dem anderen und wir kriegen diese selbsternannten Wetterweisen, die den Klimawandel leugnen oder ihn sogar willkommen heißen. Mensch, Greta! Lass das Gequassel, ich will einen Sandstrand vor Kassel und eine Sturmflut in Bonn, die hatten wir ja schon. Pack die Badehose ein, denn das Meer ist nicht mehr weit. Ich stehe auf tropische Hitze und unlogische Witze, wenn's im Winter trotzdem schneit. Ja, das Klima ist doch tight. Ich will einen Sommer ohne Regen, mich der Hormondrogen wegen in Betongärten legen, denn Sommer ist ein Segen für frisch gebräunte Haut, damit man nicht wie diese Schwedin so blass aus der Wäsche schaut. Lagerfeueratmosphären. Lagerfeueratmosphäre in den Wäldern Afrikas, Amerikas, Amazoniens, Sibiriens, Griechenlands. Mit Bratengeruch, dem es in weite Ferne riechen kann. Insekten sterben prächtig, den Wespen mag ich echt nicht. Auch die Vögel sind bald raus. Hier, dann schlafe ich morgens aus. Yeah. Und überhaupt, wer braucht denn schon Eisbären? Als ob die so nice wären. Fressen uns doch eh nur alle Pinguine weg. Weg, 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 Bären ohne Farbe. Können die was haben, die irgendeine Gabe? Tragen sie denn zu unser aller Wohlstand bei? Oder ist sie der Mensch womöglich einerlei? Der Mensch benimmt sich wie ein Mensch im Porzellanladen. Überall Fußabdrücke nebst Kollateralschaden. Im Amazonas befeuern Soja und Palmöl das Sterben und wir füttern mit Mastschwein und Nutella unsere Erben. Wir spazieren mit T-Shirts für 5 und Espadrillos für 10 Euro aus den Boutiquen und trinken danach einen Fairtrade Moccacino auf die Näherinnen in den Fabriken. Unsere Nachbarn, die haben jetzt Ökostrom. Ökostrom. Wie wird denn das überhaupt gemacht? Zünden die ihre Baumwollbeutel an? Reiben die 2 Birkenstocklatschen so lange aneinander, bis es funkt? Ist doch auch nicht nachhaltig, wenn die ganzen Latschen für den Strom draufgehen. Ökostrom. Es muss knacken. Ich brauche ordentliches Zeug. Kohle, Kernkraft. Nicht so ein labbriges Zeug. Ich glaube, es hackt. Die Chinesen. Die machen doch das ganze CO2 in die Luft. Rein. Sollen die mal weniger Elektrogedöns bauen? Das ist nicht mein Problem. Das Klima kriegt die Krise und hält uns den Meeresspiegel vor. Doch wir wenden den Blick ab. Ich bin nicht blind. Doch wenn ich die Augen zumache, das weiß jedes Kind, sieht man mich nicht und auch nicht das Problem, von dem jeder hier spricht. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Platz auf der langen Bank? Hangeln wir uns noch ein bisschen an schlechten Ausreden entlang. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe mich mal im Sonnensystem umgesehen und ich muss sagen, unser Planet ist der geilste hier. Die Tatsache, dass er genau den richtigen Abstand zur Sonne hat und es hier Wasser gibt, ermöglicht Leben.
Und was für eins. Aus winzigen Zellen entstehen komplexe Organismen. Der Himmel zaubert kitschige Regenbögen aus lichtgebrochenen Prismen. Hummeln schlagen 200 Mal pro Sekunde mit ihren Flügeln, während sie mit viel zu dicker Hose von Blüte zu Blüte segeln. Du legst einen kleinen Samen in fruchtbare Erde und daraus wächst Großes. Die Natur ist verdammt nochmal was Famoses. Alles hängt voneinander ab, baut aufeinander auf, ein geniales System. Und mittendrin der Mensch, die Krone der Schöpfung und ihr zentrales Problem. Doch es reicht nicht, das zu sehen. Wir müssen auch spüren, was im Begriff sind zu verlieren. Nenn mich pathetisch. Aber geh mal da raus und lass dich vom Windspiel der Blätter berauschen. Versuch mal ganz unvoreingenommen, dem Sopran von Mücken zu lauschen. Dem Trommeln von Regen. Lass dich von Wellen bewegen. Vibriere zum Bass der Bienen im Duft von Wildblumenfeldern. Atme die Freiheit kristallklarer Morgenluft in stille durchfluteten Wäldern. Und von mir aus umarme einen Baum. Zum Dank für seinen Dienst an unserer Atmosphäre. Aber vor allem, lebe jeden Tag, als ob dieser Planet dein letzter wäre. Ich habe noch einen zweiten, etwas kürzeren Text dabei. Es ging ja ums Radfahren und darum, wie unbequem das ist. Eine brandaktuelle Studie hat festgestellt, Achtung, Radfahren ist gut für den Klimaschutz. Und zwar ist es so, dass wenn jeder Mensch tagtäglich Radfahren würde, würde es in etwa 700 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Die Niederländer sind schon ganz gut dabei, die schaffen schon die Hälfte davon. Also denke ich mir, wenn die das schaffen, kriegen wir das auch hin. Und es hat 1000 andere Nebenwirkungen, die auch ganz fantastisch sind und wir hätten wahrscheinlich überhaupt keine Probleme im Gesundheitssystem. Ach, was weiß ich, ich habe keine Ahnung von Volkswirtschaft und Gesundheitssystem, aber ich kann Gedichte schreiben. Und ich habe jetzt noch eins, ein Liebesgedicht an mein Fahrrad. Und ja, viel Spaß. Bicycle Love oder mein Herz ist ein faradäischer Käfig. In dein Herz schloss ich dich und mein Schloss sicherlich hin und weg waren auch gleich meine Waden beim ersten Meet and Seat, damals im Fahrradladen. Du gefielst mir ungeheuer und war gutes Rad auch teuer, hast du mich einfach aufgegabelt und ich scheiß auf das Geld, denn von nun an sind deine Narben Dreh- und Angelpunkt meiner Welt. Deine Felgen machen bling bling und alles ist vergessen, als das mit uns beiden anfing, war ich sofort versessen, deine Gabel, die macht swing swing und alles ist vergessen. Ob mit Gischt, um Gesicht oder Wind in den Haaren, ich find dich einfach abgefahren. Wir sind eins von diesen unzertrennlichen Paaren und das schon seit so vielen Jahren. Every time you give me a ride, sind wir wie Bonnie und Clyde. Doch statt zu stehlen, schenkst du mir Zeit, denn für mich ist dir kein Weg zu weit. Dank dir brauche ich keine High Heels, denn deine feinen Hot Wheels machen mich so flott, wie sonst nur Flügel können, wenn sich Vögel einen Ausflug gönnen. Du machst mich frei, vielleicht nicht high in the sky, aber auch nicht zu bodenständig, sondern ständig in Bewegung, bin ich empfänglich für deine Rede Regung. Deine Kur sind Deine Kurven sind purer Ritzel, Nervenkitzel, denn du haust die Schwerkraft in die Pfanne wie ein Tofu-Schnitzel. Ich sitze nicht nur auf dir, sondern stehe auf dich und mit dem Ausritt kettest du mich mehr an dich und deinen pedalstarken Auftritt. Bicycle tickelt in meinen Füßen, wenn deine Lenkerhörnchen die Abendsonne grüßen und tanze ich im Sattel zum zarten Klackern deiner Leerlaufnarbe, treibt mich der Sound der Zahnmechanik fast in die Selbstaufgabe. Auch deiner Klingelschwingungen und polyphoner Ton sind mehr als Warnsignal, sie sind mehr Obsession. Dring, dring. Deine Klingel, die macht dring, dring und alles ist vergessen. Deine Klingel, die macht dring, dring und alles ist vergessen. Deine Klingel, die macht dring, dring und alles ist vergessen. Dring, dring. Zum Glück sind wir zu zweit und du kein Single-Speed-Bike. Denn so fällt's mir leicht, trotz weicher Knie in die Gänge zu kommen. Und bis der Berg erst erklommen, gehe ich ab. Bin voll auf Touren und der treueste Follower deiner Spuren. Ja, dein Drive ist unvergleichlich, dann damit gleite ich, engelsgleichdicht über das Asphalt mit Tempo 30. Selbst wenn's eiskalt ist, macht mich das heiß, ich schwitze kreislich und der Schweiß fließt mir in die Weitsicht. Ich find das geil, denn es beweist dich, mal bei einem Kreislicht genauso eifrig und so fleißig wie Motten das Weißlicht. Hin und wieder machen wir auch schmutzige Sachen, die den Puls wild entfachen, lassen's aus purer Lust richtig krachen und fahren im Schuss durch die Lachen. Nur selten geht dir vor mir die Luft aus und bin ich auch völlig geschlaucht, mach ich keinen Hehl draus. Mein rhythmisches Hecheln lockt mir kryptisches Lächeln, denn es gefällt mir, dich dazu anzustiften, mit mir auf leidenschaftlichen Abwegen abzudriften.
Sie es als meine heißen Liebe Zeichen, will ich danach geschmeidig deine Speichen streicheln oder Schlammbad und Schlieren, verruchten Tuches aus dir rausmassieren. Denn mag ich's auch gerne dreckig, und wenn der Sand staubt, ist es vor allem dein Glanz, der mir den Verstand raubt. Ja, du machst bling, bling und dring, dring und alles ist vergessen. Als das mit uns beide anfing, war ich sofort versessen und fiel ein Rad um in Peking. Können selbst Mister gar nicht stressen, weil ich weiß, das heißeste Bike ist meins und auch ich bin seine Nummer eins. Dankeschön.